Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Habt ihr Lust auf eine erfrischend schmeckende Torte? Lasst uns eine frische Zitronentorte backen. Damit diese auch richtig schön zitronig schmeckt, rühren wir noch etwas Lemon Curd in die Creme. Wir bereiten einen Boden zu und füllen diesen mit einer Zitronencreme und dann wird die Torte noch etwas dekoriert. Unser lockerer Biskuitboden wird heute etwas anders zubereitet, als wir es sonst tun. Viele von euch werden wahrscheinlich nur ein Küchengerät haben, deshalb empfehle ich, mit dem Eiweiß anzufangen. Wir schlagen als erstes 4 Eiweiß mit einer Prise Salz auf. Und dafür nehmen wir natürlich unseren Schneebesen. Wer noch ein zweites Küchengerät hat, schlägt gleichzeitig 4 Eigelb mit 60 Gramm Puderzucker und 8 Gramm Vanillezucker cremig. So. Wir geben noch 50 Gramm Zucker dazu und schlagen so lange weiter, bis die Masse glänzt. Nachdem alles fertig geschlagen und gerührt ist, heben wir das Eiweiß unter das Eigelb. Steif. Als nächstes sieben wir 120 Gramm Mehl und 4 Gramm Backpulver in die Schüssel. Und dann geben wir noch 50 Gramm warme Butter dazu. Und heben auch diese mit einem Schneebesen unter. Den Teig füllen wir wieder in eine 26er Sprengform, die nur mit einem Backpapier ausgelegt wird. Den Boden backen wir jetzt etwa 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Vergesst nachher nicht, die Stäbchenprobe zu machen. Wenn der Tortenboden abgekühlt ist, wird er einmal in der Mitte waagerecht geteilt. Ich habe es auch schon mal angezeichnet, dann geht es mir etwas leichter. Die Oberfläche ist heute nicht ganz so glatt geworden, wie ich das gerne gehabt hätte. Deswegen nehmen wir den Deckel einfach als Boden und darum legen wir auch gleich einen Tortenring. Dann machen wir mit der Creme weiter. Dafür schlagen wir als erstes 200 Gramm Sahne auf. Dann brauchen wir noch 200 Gramm saure Sahne, 300 Gramm Magerquark, 130 Gramm Lemon Curd, 30 Gramm Sofortgelatine und Zucker nach Geschmack, aber mindestens 70 Gramm. So, jetzt geht's los. Nun verrühren wir die saure Sahne den Magerquark und die Gelatine. Jetzt geben wir noch Lemon Curd und Zucker dazu. Bevor wir die Sahne unterheben, reiben wir noch etwas Zitronenschale in die Creme.
Von unserer fertigen Creme verteilen wir jetzt etwa 2 Drittel auf unserem Boden. Darauf legen wir unseren zweiten Boden. Und darauf kommt dann die restliche Creme. Damit die Torte auch schön aussieht, streichen wir noch die Oberfläche glatt. Jetzt kommt die Torte für 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die Creme auch fest wird. Für die Dekoration habe ich schon einmal 50 Gramm Lehmkraut erwärmt und in einen Spritzbeutel gefüllt, damit wir es dann in Streifen über der Torte verteilen können. Da die Torte frisch aus dem Kühlschrank ist, kühlt das Lehmkraut schnell ab und wir können auch gleich unsere Sahnetoasts aufsetzen. Die Torte ist fertig und kann natürlich angeschnitten werden. So sieht unsere Zitronentorte mit Lemon Curd von innen aus. Wir haben einen locker leichten Biskuit, der gefüllt ist mit einer Zitronencreme mit Lemon Curd. Und obendrauf haben wir auch nochmal Lemon Curd und meine geliebten Sahnetoffs. Ich weiß, dass ihr schon eine lange Liste habt mit vielen Rezepten, aber diese Torte gehört unbedingt noch dazu. Die Zutaten findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss!